Die Frage lautet, was sind Scheinargumente? Und bevor wir über Scheinargumente sprechen können, müssen wir natürlich wissen, was sind denn echte Argumente? Ein gutes, echtes Argument besteht aus einer Behauptung, aus einer guten Begründung und aus einem guten Beispiel. Übrigens, wenn du mehr über das Argumentieren erfahren willst, schau dir meinen Online-Kurs Rhetorik, selbstbewusst kommunizieren und überzeugen an. In Kürze heißt gute Begründung, dass man logisch aufeinander aufgebaute Sätze hat, die alle die These, die alle die Ausgangsbehauptung stützen. Und bei Scheinargumenten sind diese Sätze falsch. Das heißt, die Begründung, die im Scheinargument steckt, die stützt nicht wirklich die Behauptung, die stützt nicht wirklich die Ausgangsthese. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Es gibt ein Scheinargument, es heißt ad nauseam. Und übrigens nicht erschrecken, viele der Scheinargumente, die waren schon in der Antike bekannt und haben deswegen lateinische Namen. Ad nauseam, das heißt aus dem Lateinischen übersetzt bis zum Erbrechen. Und so nannte man früher die Argumente, also Argumente in Anführungszeichen, wo der andere bis zum Erbrechen einen bestimmten Punkt wiederholt hat. Wie sieht so ein ad nauseam Argument aus? Da sagt zum Beispiel jemand, das habe ich dir schon tausendmal gesagt, so und so sollst du es machen. Ja, und dieses, ich habe dir das schon tausendmal gesagt, wird als Begründung herangezogen und damit versucht man das Argument stärker zu machen. Der Gedanke dahinter lautet, weil ich dir das 10.000 oder 1.000 Mal gesagt habe, wird das schon stimmen, was ich dir gesagt habe. Deswegen mach das auf diese und auf jene Weise. In Wirklichkeit, wenn man diese Begründung oder diese Scheinbegründung sich anschaut, merkt man schnell, allein dadurch oder allein deshalb, weil jemand die These 1.000 Mal wiederholt hat, macht es die These ja nicht wahr und nicht richtig. Das heißt, wenn ich 1.000 Mal behaupte, Toulouse ist die Hauptstadt von Frankreich und sage, ich habe das schon 1.000 Mal gesagt, Toulouse ist die Hauptstadt von Frankreich, macht das Toulouse noch nicht zur Hauptstadt von Frankreich. Und genau so sind alle Scheinargumente aufgebaut. Man benutzt irgendeine Begründung und diese Begründung ist bei der näheren Analyse fadenscheinig und falsch.